Wir stehen hier jetzt in der zweiten Woche auf der Straße immer noch für ein Essen-Retten-Gesetz. Es ist absurd, dass die Bundesregierung sich immer noch weigert, dafür zu sorgen, dass unser Essen gerettet wird. Und jetzt brauchen über 1,6 Millionen Menschen die Unterstützung der Tafel für Essen. Und deshalb stehen wir hier auf der Straße mit anderen Bürgerinnen und Bürgern. Wir appellieren explizit an Bundeskanzler Olaf Scholz und die neue Bundesregierung, dass sie den Job machen und unser Essen und Leben retten.